Was mache ich mit dir? Das ist so bestialisch und gemein. Ich meine, sie können ja nichts dafür, aber... Ich muss zugeben, sie sehen auch ein bisschen süß aus, also... So ist es ja nicht. Ein gutes Versteck. Okay. Okay. Hast du nur Miet? Für was brauche ich das? Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Mal schauen. Theoretisch kann man das Dynamit verwenden, damit, falls man, kann man da draufstellen, falls der Magier nur ein Dings zaubern kann oder so. Aber das ist meiner Meinung nach so, da kommst du nicht weiter. Also, wenn der Magier nur ein so ein Ding zaubern kann, das, das bringt eh nicht so viel, meiner Meinung nach. Habe ich da schon wieder einen Goblin gehört? So, drei Fähigkeitspunkte. Jetzt wird es schon interessanter. Explosivpfeil könnten wir verwenden. Bei ihm könnten wir den Explosivhammer verwenden oder das Magnetschild. Der Ritter hat noch einige Asse in seinem metallischen Ärmel. Magnetisiert den Schild des Ritters und die Objekte, die damit berührt werden. Wird die Fähigkeit erneut eingesetzt werden, alle Objekte, die am Schild kleben, durch die Luft nach vorne geschlagen. Okay, das, ja, das die Fähigkeiten kennen wir an sich ja schon, aber... Vier Objekte, ist auch ganz nett. Der Zauberer hat einen klugen neuen Kniff gelernt, mit dem er sich selbst verteidigen kann. Fängt der Feind in Kisten, wenn diese über ihn herbeigezaubert werden. Okay. Talmagnetisierung. Der Zauberer entwickelt seine meisterhafte Herbeizauberungsmagie noch weiter. Magnetisiert herbeigezauberte Objekte, die sich dann an metallenen Objekten befestigen lassen. Okay. Die Raum- und Zeitkrümmung ist eine Fähigkeit oder ist es Magie? Eine neue Waffe ermöglicht es der Diebin, ein Schwert, eine Schwerkraft-Reduktionsgebiet abzuschießen, indem sich alle Objekte langsam bewegen. Es kann immer nur eines dieser Gebiete. Ah, das ist cool. Aber gut, wir brauchen dabei nichts davon. Ciao. Oh Gott. Das war ich nicht. Habe ich ihn getötet? Ups. Was mache ich damit? Ich meine, ich weiß, wofür ich ihn verwenden kann, aber... So. Kiste. Okay, das geht nicht. Oh, das war vorher nur Glück, dass das funktioniert hat. Scheiße. Verdammt. Shit. Ach du Heilige. Okay, die kann ich mir mal beide relativ gemütlich holen. Und jetzt langsam runter, gemütlich, dass das Seil ist so extrem lang. So. Was essen diese Kreaturen?
Es muss hier etwas im Wasser sein. Oder vielleicht ist es die Erde. Ich kann nicht erwarten, es herauszufinden. Ich dachte, ich muss jetzt was sammeln, aber... Ich würde das gerne hier... Das geht nicht, oder? Schade, ich wäre gerne ins Wasser. Ah nee, nicht schon wieder. So. Ich weiß nicht, ob ich da runter muss oder wieder oben lang. Na, vermutlich eh hier unten. Ich weiß, was ich tun muss, aber noch nicht so genau wie. So. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen, aber... Ich dachte schon, das muss gehen, ja? Sehr schön. Das geht sich auch irgendwie... Ah, schön. Oh, unter Wasser, unter Wasser. Oh, schön. Das geht sich auch irgendwie, ohne dass du jemanden sterben lässt. Ja, mit dem Hammer vielleicht, ne? Oh Gott. Nee, so... Nur mit dem Hammer vermutlich. Irgendwie geht es sicher mit dem Hammer. Ja, anzünden. Ich bring's nicht hoch. Ich glaube nicht, dass ich hier weiter muss. Ja, wie gedacht. Die Kisten kann man sicher für irgendwas verwenden. Jetzt habe ich die Dings. Oh, die muss man für was verwenden. Das war, um hier weiterzukommen, aber der Magier kann so viele Sachen craften, dass, also zaubern, das ist auch schon egal. Ja, hier stirbt man. Genau. Ich lasse die Erfahrung mal Erfahrung sein. Oh,
Okay. Na gut, nein, dann so auch nicht. Oh Gott. Furchtbar. Okay. Nehmen Sie wieder. Ich sehe ihn da oben. Und? Schon wieder runtergefallen. Oh, ist das anstrengend. Vielleicht noch mal kurz testen. So. So, der ist tot. Er kommt hier hoch. Ihr dummen Viecher. So, erledigt. Weiter gut. Oh, ein Kopfschuss. Ja, sehr schön. Ich meine, wäre noch cooler gewesen, wenn ich ihn beim ersten Mal getroffen hätte. Aber. Ich wollte eigentlich das Fass entzünden, aber. Der erste ging auch wieder daneben, von dem her. Aha. So, okay, bei der anderen Seite war es aufgegangen, aber ist ja nur halb so lustig dann. Okay. Ja gut, aber das bringt mir ja nicht wirklich was. Wobei, hier ist auch eine Pflanze. Okay, aber das bringt mir gar nichts. Gut. Aber das verstehe ich nicht ganz, weil... Ganz ehrlich... damit. Oh, nicht runterfallen. Weil ich kann ja hier mit dem da Wasser aufsammeln. Und das ja nicht wirklich wenig. Das kann ich ja dann... Nein, es verschwindet vorher. Oh.
Gott sei Dank. Ich dachte schon, das wird jetzt schwierig. Okay. Nein, ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich das Riesenfass brauchen würde. Was nicht auch mit denen da geht, ne? Genau. Okay, aber jetzt kann ich mit dem Magier wieder... Einfachster Trick überhaupt. So, brauche ich aber nicht. Danke. Ah, schon wieder was zu lesen. Liebe Rosie, es tut mir leid, dass ich nicht bemerkt habe, wie du die Feier verlassen hast. Herzlichen Glückwunsch zum 16., meine Liebe. Gehen wir morgen durch die geheime Höhle in den Wald? Isabel. Na, keine gute Idee. Ich weiß noch nicht, wer die gute und wer die schlechte Schwester ist. Die böse, nicht die schlechte, die böse. Ekelhaft. Ihr Schicksal schien besiegelt zu sein, als die Helden durch die kalte Dunkelheit der Höhlen fielen. Absolute Finsternis umgab sie wie die Kiefer eines unbeschreiblichen Monsters. Wo war der Trine jetzt? Ja, das weiß halt niemand so genau. Vor allem weiß ich auch nicht, wo ich hin muss, ne? Also, was bei Trine zumindest sehr vorteilhaft ist, man muss immer von links nach rechts. Das ist sehr vorteilhaft, dass man nicht... Man kann wechseln, aber man muss halt nicht. Das ist sehr vorteilhaft. Ist ja ekelhaft. Warte. So. Das Vieh ist echt ekelhaft. Ah, schön. Okay. Ich kann aber trotzdem auch unten lang gehen, oder? Da ist irgendetwas in dieser Höhle. Und es ist weder ein Regenbogen noch ein Einhorn. Aua. Okay, ich brauche die. Ohne der geht's nicht. Die hat einfach die nützlichsten und sinnvollsten Fähigkeiten. Da kann ich einfach nicht... Nein, 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 oh nein. Nicht schon wieder. Kurz da mitwippen. Bisschen. Bin da nochmal kurz rüber. Ist da nichts mehr? Nö, nö, nö. Da oben ist noch was. Ja. So, Level up. 4 Punkte. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ein riesiger Pilzwald. Pilzwald, ja. So. Was kann das eigentlich? Der Ritter, sein Schild und seinen Magen setzt mit seiner neuen Fähigkeit die Schwerkraft außer Kraft. Ermöglicht es dem Ritter durch die Luft zu gleiten. Oh, geil. Sehr cool. Ob wir es brauchen, weiß ich noch nicht so genau. Ups. Okay.
Ciao. Er hat grad... Ich liebe es. Einfriert und dann... Es ist so... Es ist so einfach, weißt du? Die werden eingefroren und dann mit dem... Dann mit dem Ritterhammer einfach einmal drauf. Und hin. Tot. Und dann packt er sich hier in dem Dings fest, ne? Im Schwammerl. Oder im Pilz. Komisch. Okay, jetzt reicht's mir. Das tötet ihn aber nicht normalerweise. Ja, genau.